Hallo liebe Glimmerstein-Freunde, ich bin Axel von Steinreich TV und heute baue ich mit euch ein Set von Kada, ein Kada Master Set und zwar vom Designer JK Brickworks haben die das Solarsystem aus vielen Technikteilen umgesetzt. Das hat der entwickelt und veröffentlicht und Kada hat das lizenziert und als Set rausgebracht. Wir haben 865 Teile. Das Set-Nummer ist die C71004. Ja, also nicht so wahnsinnig groß, aber auf jeden Fall was Spannendes. Und da freue ich mich jetzt drauf, das zu bauen. Das ist ein bisschen eine Abwechslung. Ich baue ja nicht sehr viel Technik. Ich weiß nicht, wie viel Technik da jetzt letztendlich drin ist, aber auf jeden Fall kann man es kurbeln und so ein bisschen bewegt sich da was. Es sind aber auch sehr viele Systemsteine drin. Also das ist jetzt, das hat jetzt keine Technik, Optik oder sowas. Und das meiste ist System. Schaut es euch an. Das ist ein gebrauchtes Set, das heißt, da ist nichts mehr sortiert. Aber wie gesagt, 865 Teile. Das ist jetzt auch kein Riesending. Das kann man ganz gut ohne Vorsortieren bauen. Schauen wir uns mal kurz die Anleitung an. Kommen mir schon die Teile entgegen. Erstmal drehen sollen. So, aufgeteilt in zwei Anleitungen, trotz nur 865 Teilen. Und ein bisschen kleiner. Wir haben ein paar Aufkleber, Monatsaufkleber hier, Januar bis Dezember. Egal. Da haben wir eine Designer Introduction. Yeah. I've been building with construction bricks for most of my life, and I've always been fascinated with making them move. Getting models to move in interesting, complex or unique ways is a challenge that keeps me motivated and pushes my creativity. Not to mention it usually results in a model that is really cool to look at. I'm also inspired by many old mechanical devices as it truly amazes me what people have achieved with simple collections of gears and linkages. I hope you enjoy building my creations as much as I enjoyed designing them. Designer JK Brickworks. Ja, das ist doch schon mal ganz nett. Ja, hier haben wir noch eine Seite chinesisch. The 24 solar terms of traditional Chinese calendar. Also steht auch in Englisch drunter, also da hat es noch so ein bisschen Informationen. Dann haben wir hier noch Mond und Sonne und Erde und was es da noch zu gibt hier. Auch so ein bisschen Information. Dann diese üblichen hier, wie zählt man Pins und sonst was und wie benutzt man einen Teiletrenner und wie bringt man Sachen an und dann geht's hier los. Es ist relativ klein gedruckt, ist ja auch nicht so eine große Anleitung. Neu gebaut, es ist farbig unterlegt. Ich hoffe, dass es mit den Farben einigermaßen auf die Reihe kriegt. Es ist normalerweise in drei Bauabschnitte A, B und C unterteilt. Normalerweise. Genau. Und hinten ist noch eine Teileübersicht in der zweiten Anleitung drin. Und insgesamt haben wir 90 Seiten. Das ist praktisch, es geht hier direkt mit der Seite 43 los. Dann gibt es da auch keine Diskussion, welche Seite in welchem Heft man sie jetzt gerade im Bau hat. Ne, geht nicht A, B, C, sondern es geht nur A und B. Das ist immer noch B hier. Aber es gibt drei verschiedene Tüten, meine ich. Da vorne war irgendwas von 1, 2, 3. Genau. Tüte 1 ist Bauabschnitt A und Tüte 2 und 3 sind Bauabschnitt B. Naja, egal. Kann ich jetzt überhaupt nichts mit interpretieren, weil ich die Tüten ja nicht mehr habe. Also, fangen wir an. Ich freue mich auf einen spannenden Baum. Hoffentlich bewegt sich dann nachher auch alles richtig.
So langsam nimmt das die Mechanik zumindest schon mal Form an. Hier, wir haben jetzt hier ja, den Kurbelunterbau gebaut. Hier kann man schön kurbeln. Es läuft super. Also ich bin richtig, richtig zufrieden mit den Teilen. Das Einzige, was man vielleicht sagen kann, ist, dass die Pins und so sehr teilweise recht locker sitzen. Ich weiß nicht, ob das normal ist bei Kader. Aber ich bin es ehrlich gesagt nicht so gewohnt. Ich bin allerdings auch kein Technikbauer. Das heißt, ich habe gar keine Ahnung, wie das so normal ist bei den Herstellern oder ob ich bisher einfach nur relativ schlechte Technikteile in der Hand hatte. Das kann natürlich sein. Ich habe mal ein Ding Bautechnik-Auto gebaut und sowas. Also, und ja, da fehlt mir die Erfahrung. Aber bisher macht es mir hier richtig Freude, das Ding zu bauen. Wie gesagt, es läuft gut. Ich bin jetzt am Ende der ersten Anleitung angekommen. Also dürfte so ungefähr Halbzeit sein. Ist auch schon deutlich weniger Teile, die hier auf dem Tisch liegen. Ja, also baut sich richtig gut. Bin bisher sehr zufrieden. Und wie gesagt, bisher läuft das hier auch ganz hervorragend. Ich meine, ist natürlich auch noch kein Gewicht drauf. Aber naja, Anfang ist auf jeden Fall schon mal sehr gelungen. Und fertig ist es, das Solar System von JK Brickworks bzw. Kada. 865 Teile haben wir hier zusammengeklöppelt. Ganz viel Technik. Es am Ende doch mehr Technik, als es auf dem Anfang aussah. Also natürlich klar, ganz am Anfang wird hier die Grundplatte gebaut und da gehen natürlich erstmal die vielen großen Plates rein. Und dann sind die schon mal weg. Dann kommen hier dann diese Slopes. Wenn die dann weg sind, dann haben wir viel Technik und dann am Schluss kommen noch mal ein bisschen Plates gelb und blau und grün für die Sonne, für die Erde und für den Mond. Natürlich haben wir auch noch ein bisschen was. Genau, und dann haben wir hier die Kurbel und dann kann man das hier schön drehen und dann dreht sich das langsam um die Erde. Die Erde dreht sich ganz schnell, der Mond dreht sich langsam um die Erde. Alles ein bisschen schräg hier. Und die Sonne, die dreht sich da ganz gemütlich rum. Und dann machen wir ganz wild kurbeln, 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 kurbeln. Dann fällt mir die Kurbel ab, weil ich zu wild war. Und dann, und je nach Position fängt es dann an, ein bisschen zu haken. Und wenn man dann weiterkurbelt, dann, das hat, glaube ich, ein bisschen mit der Gewichtsverlagerung zu tun, wie gut das läuft. Ob ich da irgendwas falsch gemacht habe oder nicht. Na, hier läuft es ja gar nicht gut. Ja, also auf der Seite war es genauso. Hier hat es angefangen zu klappern und gegen Ende wird es dann wieder besser. Genau, also ich kurbel hier so lang weiter. Hier auf diese Slopes, da kommen diese Monatsaufkleber hin. Hier, die habe ich weggelassen. Das sind die einzigen Aufkleber, die es hier dazu hat. Dann hat es hier so ein Zeiger, welcher Monatsgrad ist. Na, hier läuft es aber echt nicht sehr sauber. Dann gucken wir mal, ob sich das wieder einkriegt.
oder ob ich dann doch was falsch gemacht habe. Ich bin ein Technik-Noob, deswegen ich tue mir schwer, das irgendwie zu beurteilen. Aber jetzt läuft es schon wieder besser. Und jetzt läuft es wieder gut. Es ist wirklich so diese hier, dieses Viertel und dieses Viertel hier. Das läuft nicht so toll und dann läuft es wieder besser. Keine Ahnung. Mein Lieblingssatz, keine Ahnung. Oder meine Lieblingsworte. Und so langsam läuft es jetzt hier wieder rum und dann haben wir eine halbe Umdrehung um die Sonne rum. Naja, die Erde braucht da halt ein Jahr dafür. Es geht nicht so schnell. Deswegen ist es schon okay, dass das hier auch ein Weilchen dauert, bis man das einmal rumgekurbelt hat. Ja, also ja, jetzt hakt es wieder. Also so ganz sauber ist es nicht, aber es ist schon verrückt eigentlich, dass es ein Viertelkreis lang wirklich gut geht. Und dann hakt's. Aber ich habe echt Spaß gehabt. Ich muss ehrlich zugeben, ich hatte jetzt richtig viel Spaß hier, diese Technik aufzubauen. Auch wenn ich die meiste Zeit keine Ahnung hatte, was ich da eigentlich tue. Ich bin halt den Bildern gefolgt und habe das eins zu eins umgesetzt. Aber überlege ich gerade, ob da hinten sehe ich die zwei blauen Pins hier noch so rausgucken, ob mir da noch irgendwas fehlt. Ich habe keine Teile mehr übrig, also ich habe nur noch ein paar Pins übrig und hier eine weiße Roundplate, vielleicht hätte die noch irgendwo hingehört, aber sonst habe ich eigentlich nichts übrig. Also und jetzt läuft es wieder sauberer. Keine Ahnung. Aber das ist ja... Also jetzt habe ich es im Prinzip einmal komplett rumgedreht. Es funktioniert wunderbar. Man kann es auch in die andere Richtung drehen. Aber ich weiß es gar nicht, wie rum es richtig ist, ehrlich gesagt. Müsste ich mal gucken. Aber ich meine... Ja, die Richtung war richtig. Gegen den Uhrzeigersinn scheint, zumindest auch nachdem wie die Aufkleber aufgebracht sind, müsste es nach dem Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn richtig sein. Ja, tun wir mal weg, tun wir mal aufhören zu kurbeln. Also, ich finde es ein total cooles Modell, vor allem, ja, dass das hier sich so alles schön dreht. Es sind natürlich nur die Sonne, die Erde und der Mond. Da fehlen noch ein paar Planeten, um das Sonnensystem so komplett mal abzubilden. Und ich sag mal, der Maßstab ist ein bisschen daneben. Ja, es passt nicht so ganz. Da müsste die Erde noch kleiner sein hier als der Mond im Vergleich zu dieser Sonne. Das ist natürlich Quatsch, aber... da kommt es jetzt ja auch nicht drauf an, sondern einfach, dass es einfach was Cooles ist, was sich bewegt, was auch was hermacht, finde ich. Klar, die blauen Pins, die sind jetzt nicht so wahnsinnig hübsch, aber ehrlich gesagt, ich als Technik-Noob, ich kann das schon verstehen, dass Lego das macht, mit den Farben bei den Pins. Es macht die Unterscheidung halt sehr viel schneller, zumindest bei den, also das rauszusuchen. Ich würde es auch hinkriegen, wenn ich die Farbunterscheidung nicht hätte, aber so kann man halt mehr oder weniger blind zugreifen und bei den Teilen, wo es nicht so ist, dann sucht man halt doch schon länger. Also bei den vielen schwarzen Technikteilen habe ich teilweise schon deutlich länger gesucht, obwohl die ja auch relativ eindeutig zu erkennen sind. Beziehungsweise manchmal halt doch nicht ganz sofort zu erkennen war, ob das jetzt hier so ein,
so ein Achsverbinder ist oder ein Pin-Steckverbindung. Ja, wenn man die Rillen hier nicht so gut sieht, dann muss man genauer hingucken und so. Naja, ist egal. Auf jeden Fall, ich hatte echt Spaß beim Bauen. Bin jetzt relativ schnell durch, deswegen habe ich auch wenig Videos gemacht, weil ich so viel Freude hatte, dass ich einfach durchgebaut habe. Und ja, vielleicht muss ich ja doch mal irgendwie mehr Technik-Sets bauen. Weil ich glaube, Spaß beim Bauen, wenn die Qualität stimmt, habe ich schon. Apropos, halt, das wollte ich noch sagen, Qualität. Die Klemmkraft der normalen Steine, die könnte besser sein. Die ist jetzt nicht auf dem ganz hohen Niveau. Also gerade die Dinger hier, also dieser Ring, der ist mir ein paar Mal auseinandergefallen, bis ich ihn jetzt hier aufgenoppt habe und zu hatte. Aber da war es zum Beispiel schon häufiger so, dass ich mir eine stärkere Klemmkraft gewünscht hätte. Gut, es ist ein gebrauchtes Set, da muss man immer vorsichtig sein im Vergleich mit neuen Sets, weil ja die nutzen sich halt schon auch ein bisschen ab, so Steine. Und ich glaube jetzt nicht, dass der Unterschied so riesengroß ist zwischen gebraucht und neu, aber ja, ich bin dazu, will halt fair sein und sagen, ja, das war ein gebrauchtes Set. Und da gibt es vielleicht halt Einschränkungen oder so. Das, naja. Ja, gut. Also, ich finde es wirklich ein hübsches Ding. Das bleibt jetzt hier vielleicht mal auch durchaus ein paar Wochen oder Monate vielleicht im Regal stehen. Muss ich mir mal überlegen. Das wird vielleicht nicht gleich verkauft. Ich habe einfach Spaß daran, hier auch mal ein bisschen zu drehen, zu kurbeln. Und je nachdem, wie ihr es hinkurbelt, braucht es auch gar nicht so viel Platz. Also ich finde jetzt hier in dieser Einstellung hier, kommt es kaum über die Grundplatte hinaus. Und dann ist es eigentlich recht schön kompakt. Wenn es natürlich hier nach der Seite hier ausgefahren ist, dann braucht man halt doch ein bisschen mehr Platz. Ja, aber das kann man ja entsprechend dann einstellen und dann jeder so, wie er Platz zur Verfügung hat. Das finde ich jetzt eigentlich so ganz, ganz, ganz witzig. Gut, also, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß beim Bau. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Bis dahin, euer Axel von Steinreich TV.